Who give a fuck what I'm saying? Who give a fuck what I'm dropping? I know you don't care, no acknowledge. I should just shut up and stop it. I should just cut off the light, put it into this life. Couple pills got me feeling alright, still think that I should die. But now I need to move on, cause the timing ain't right. No, I know I ain't right, and my mind ain't the same since I came home that night. I've been stressing on things, I don't know why I fight, but I gotta. Cause nothing come overnight. The hustle me a scary sight. We bout the life, they bout the hype. Whoa. About the life, about the hype. Gun, take my life for no reason. Couple pills got me feeling so numb. Give a fuck what you want, you thinking. But lately my life been so out of control. Give up my mind and I sell off my soul. Take all the time that I need and was owed. Feeling like I am the one that was chose. Put all my problems I have on exposed. Read through the lines as I breathe through the flow. Killing them slow just to reap what I sow. Drag them outside and I eat with the crows. We bout the life, they bout the hype. Whoa. We bout the life, they bout the hype. Whoa. I feel so stoned, disconnected and chapter to you. Cause the money and power respect has my mental another connection. Except when you skeptics attempting to step in my section. My pistol is blessed to me like a reverend. I bless you with bullets for thinking about checking. In love with my weapon, no quizzes contesting. I spill you like liquids, I'm leaving you wanted. I have no remorse. I'll take your life like they took mine when I was born. I had no choice, I had to move it off the porch. I had to get rich, I spit you up like it's divorce. Crack, crack, I'm killing you all, just kill you off like it's legion of all. Just Lloydie. Marijuana and money, that's all. I'm getting Jump rich and it's rich like the song. I'm married to money, Rudy. These hoes get fucked up. And I'm still doing all the same shit. Trap that shit, man. But I'm just trying to get it rich off in this bitch. Hit me on a 786, if you really want to fix like a plumber. It's a bummer if I pull up in a Hummer, but your daughter had a 100, so I turn it to a 100. I don't really give a shit unless you talk about a 100. Bands, 100 grand. Deswegen werde ich den Leuten, die Dancing Curry nicht lieben, Alter. Schande an dir. Ultimatum, join and slate them. Life is pointless, so I erase them from the pencil to the piss down. So I'm pissed now, about to flip out, hypnotic with the crystal. Oh wow, what is it I do now? Glow sucks in my grill like Junetown. Niggas see the goons out, clip fucking room out. Fake ass, niggas jump alone in Toontown. Damn. Das war was getrunken, ja. Oh, schönes Auto, dass da die Ampel platt macht. Eieieiei. Wollen wir gleich mal abchecken, was hier heute so abgeht, oder? Back in high school, try to
to tell them niggas, but they walk right by you. Now everybody wanna be part of my game, but you better get a crip because you niggas not pack with you. Know you're not BLOOD. Where's Ski? Gut Leipzig rum, Alter. Ich wollte gerade nach Lewis fahren, gucken, ob wir da oben sind. Dann hol mich mal irgendwo ab. Bin an der Tanke bei uns. Echt cool. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Larrys neuer Treffpunkt, oder was? Was geht? Was geht, du Pisser, wo treibst dich rum? War gerade noch eine Runde arbeiten. Arbeiten? Wo auch sonst, ja. Junge? Wo bist du denn? An der Tanke. Hört, es kommt jetzt hier hin und dann cruisen wir ein bisschen rum. Ja, ich komm auch gleich hin. Ich bin alles fast klar. Fertig. Gut. Dann ruf an, wenn du fertig bist. Dann sag ich dir, wo wir uns aufhalten. Alles klar. Okay, peace. Bis gleich. Ciao, ciao. Skrr, 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 skrr. Yo, Knappi, grüß dich, Brudi. Was geht ab? Curtis war bestimmt schon fast im Norden, Alter. Muss ich jetzt wieder runter. Warte per an, Alter, yo. Ah, der hat ja ein schnelles Auto, ne? Fährt in sein Tornado 130, 150, 160 Max oder so. Was geht ab, Mann? Ein hübsches Auto haben sie da. Fett, ne? Mach den Tour zu. Immer. Alter. Wo hast du dein Tuch her, du Pisser? Ich hab das gefunden im Zimmer. Nee. Du? Dreckiger Pisse. Oh shit, ich seh grad, du hast hier echt den XO-Wagen genommen, Mann. Wie hab ich nur gesagt, ich kaufe den. Gewählt, Mann. Fuck, ich muss tanken. Park, du Pisser, ich will auch so ein verdammtes Bandana haben, Mann. 200 Millionen Dollar kostet. Gib dir 500. Ich kann das nicht abgeben. Demnächst hätte ich in dem Lokal den Maskenladen. Nicht. Nicht. Bin dir doch einfach den T-Shirt im Kopf. Nee. Zieh einfach immer das Gesicht von meinem Vater auf, Mann. Pobre Affe. Was geht bei Larrys? Ja, ich bin da nicht hingekommen, weil du angerufen hast. Ja, aber warst du gezielt dahin, weil da irgendwas abgeht oder einfach nur gucken? Ich hab gesagt, hier steht der Wum. Und guckt wieder Autos oder so. 46 Dollar, Mann. Ah, die Karte braucht nicht viel Sprit, oder?
Nö. Break sein Motorrad, Mann, da fährst du 5 Kilometer mit und darfst zweimal tanken. Aber ich habe in Dings Zeitung gelesen, dass das nicht mehr so sein sollte. Echt? Ja, aber ja. Noch nicht reingeguckt, Mann. Ah, fette Kabel, Mann. Fett Verdenkung drin. Sollen alle kommen, die Pirse. Bin die Karre ist nice. Aber warte mal, wenn ich bin, ich sag mal. Der wird schwarz-matt gemacht, der Wagen. Geben wir den ganzen Perlern ab. Hey Mann, pass auf, geh mal den Straße, jo. Ich wollte Ampel sagen. Boah, der Obdachlosenpark ist ja richtig gut besucht, Mann. Mhm. Ich hab gerade Autos beobachtet. Alter, ich hab gestern so einen richtig kranken Bulli gesehen, Mann. Dann irgendwas mit Sun Beach, irgendwas drauf. Was? Shit, Alter. Was denn? Hast du gesehen, wie der da links fährt, wie so ein Irrer? Wo? Links vor uns. Alter, wie vor uns? Ja, also jetzt genau neben uns. Was? Bei uns ist keiner in Nähe. Hast du schon wieder Quick gemacht? Ein bisschen Lean gesippt und Hasen geraucht. Abstand von Crack, Mann. Aber der Crack ist unterwegs, wo wir gerade über Crack sprechen, Alter. Der ist auch. Wo sollen sie am Arbeiten? Er ist arbeiten, ja. Wie lange hast du wieder gearbeitet? Noch gar nicht, Mann. Und jetzt eben er ist aufgestanden. Guck mir mal, was bei Levis Bude geht. Jammer ruft da. Was geht ab, Jammer? Bude. Ich hab dich nicht gesehen. Nee. Wo fährst du hin? Standard, oder? Komisch, mein Auto wird nie geklaut. Aber meins nicht. Da musst du darauf aufpassen. Ich fahr mit Cooper yo, zu Dimi, was geht? Tschüss. Alter. Wie fährt der Bus? Fahren, Alter. Drama ist wieder am Highway am Laufen. Sein Auto wird wieder geklaut. Meine 900 Dollar Schrottkarre klaut nie einer, Mann. Mein Auto wurde auch noch nie geklaut. Matt Schwarz, fällt Felgen drauf, Mann. Erstmal Cappy aufsetzen hier, Mann. Wie irgendwann. Wir fahren ja Cabrio. Und jetzt cruisen machen wir. Hydraulik nach oben. Ohne Alter, hinter. Was geht hier denn ab? Was ist denn hier los? Alter, habe ich wirklich zu viel Drugs genommen oder haben die den sein Büro abgerissen, Mann? Helden ist weg, der war bestimmt das Papa. Hey, will du den Tour ab? Lauf wieder nach hinten, Mann. Was so, geht, Craig? Wir sind bei Larry's. Alles klar, komm ich hin, bis gleich. Bis gleich. Damn, Chino Custom. Ah, die Customs sind ja mal sexy. Fällt der Chino Custom, Mann. Oh, der hat sogar den Tuning, den weiß umrennung Felgen drauf. Boah. Mach die Tür aber zu. Hör auf, mach sie kaputt. Wohl nicht. Fang die Schlitte mal.
Sushi, Lukas, ne? Bitte? Aber das ist auch ein Lowrider, glaube ich. Sieht auch gut aus hier, die Karte, muss ich sagen. Naja. Also Chino Custom ist fett. Ich glaube, das ist der normale Chino hier. Oh shit, guck mal, wer die 4 vertauscht, man, dann wird der ganz draufstehen. Stimmt. Too made for guns. Würde man den 4 wegnehmen. Jeden, Mann. Oh, das ist auch ein Lowrider hier. Das ist doch der, wo du dem fetten Boxen. Ja, guck mal, hinten sieht man den. Mm. Auch fresh, auf jeden Mann. Guck mal, also, wie viel Autobatterien da drin ist. Also, wenn den Bulli, dann den hier. Aber shit, man, das Rote geht gar nicht. Aber Chino Custom ist schon fett, man. Jeden, Mann. Was kostet ja so viel wie deiner, ne? Der kostet 33.000 oder so. Ja, das Problem bei denen ist nur, es ist kein Cabrio, ne? Du kannst nur Harddeck drauf bauen lassen. Mhm. Oder Cabrio. Du kannst das nicht runterfahren wie bei dem Tornado. Wie viel passen in einem dicken Auto rein? Vier Leute, oder? Ja. Oh. Ja. Oh, Motorrad steht da hinten auch. Was ist das für ein Motorrad? Weiß nicht, sieht fett aus, Mann. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Harley. Die Reifen sind krass, finde ich. Hallo. Was geht ab, Mann? Kann man euch weiterhelfen? Naja, du bist ein Schwuli. Nein, ich sehe nicht so aus wie Wuli, aber ich habe heute meinen ersten Probearbeitstag hier. Was kostet die Manches da hinten? Schaue ich mal eben kurz nach. Das müssten 6.590 Dollar sein. Ja, gar nichts, Mann. Aber mit dem kannst du aber gut Wheelies machen, ne? Der Chino Custom ist halt fett, man. Was kostet der? 33, ne? Ich verstehe gar nicht. Ich habe so viele Custom Lowrider-Wagen. Warum habt ihr nicht auch den Tornado Custom angebaut? Warum verkauft Seekers den? Das kann ich leider nicht beantworten. Also ich habe... der da vorne kostet 31,9. Einen haben wir davon heute auch schon verkauft. Aber warum wir das andere Fahrzeug nicht verkaufen dürfen, weiß ich nicht. Da weiß höchstens vielleicht Woody mehr. Wahrscheinlich habt ihr den nicht importiert. Das kann gut sein, ja. Oh no! Oh shit, Mann! Oh shit! Wer schmeißt hier mit Autos? Das war der Cop, ich weiß. Der Krüger war's. Das nee, Bike, Mann, ist die Bike. Ja. Luft aufgelöst. Ich sag, das sind zu viele Fahrzeuge. Die sind alle verrückt, die Autos. Echt übel aus. Moin. Das war ganz schön. Das war jetzt aus. Nummer 3, ey. Was ist denn heute Abend? Die stabile Seitenlänge in den ja. Rum. Machen wir das und mal. Und die Zunge da aus dem Hals und. So. Ja, erstmal ein bisschen rüber. Lässt mal hier das Bandana vom Mund weg, damit er auch Luft bekommt. Check mal den Puls bei dem. Puls noch okay.
Armer Curtis. Ist das der Curtis oder was? Ach du Scheiße! Alter. Da geht halt keiner ran, ne? Das ist ja wahnsinnig. Curtis sieht das aber auch magisch an, ne? Mhm. Gestern wollte Jamar sein Auto. Ja, Wooly. Gleich, klein Moment. Bitte park mal eben sofort dein. Wenn du hier so mit schnacken willst und so, warte. Wir haben hier arge Probleme, die Fahrzeuge, die. Da sind Jojo-Bänder dran. Okay. Bist du so nett? Danke. Ja, klar. Alles klar. So, was wolltest du denn? Guck mal, kann man die Munches direkt mitnehmen? Man, hier oben ist Action ohne Ende. Munches kannst du mitnehmen, ja. Aus der Stadt hier hoch und hier ist ein bisschen. Was muss ich dafür bezahlen? Die Munches, was musst du dafür bezahlen? Da muss ich mal eben gucken, ich hab die Preise ja alle gar nicht im Kopf. Irgendwas bei 6 rum. Geht's Ihnen wieder gut, Herr Krüger? Ja, müssen 6,95 sein. Ich hab mal Ihr Auto angeguckt, also ich glaube, das hat mal viel zu machen. Jo, 6,95, da hat der Jay recht. Ja, scheiße, und die kann man so mitnehmen, ja? Jo, müssen wir einen Vertrag fertig machen und dann muss man nur gültigen Führerschein zeigen. Okay, was geht? Du musst halt die Patte auf dem ja, Konto haben. Ja, let's go, Mann. Und dann ist eine Karre. Hast du denn noch einen Parkplatz frei? Ah, oder? Nee, da muss ich. Oder hast du schon eine Immobilie gekauft? Auch noch nicht. Okay, ja, aber hier Staatsparkplätze gibt es ja nur einen pro Bürger. Ja, weiß ich dann. Und dann, wenn ich deine Kreditkarte durchziehe, dann fragt er gleich nach. Dann mache ich das gleich. Und dann reserviere die mir mal. Dann gehe ich die alte Karte verstotten. Ja, zeig mir mal deinen Ausweis bitte. Ja. Schreib mir mal eben auf. Cooper Phillips. Ja gut, alles klar. Reserviere ich die, also bis 0 Uhr ist sie reserviert für dich, ne? Jo, ich mach das gleich eben, wenn Curtis und so wieder fit sind, dann. Ey, Mann, die sollten sich mal beeilen, das sieht nicht gut aus. Jo, Miss Insanity, was geht ab? Ich kaufe mir erstmal für 6.900 die Munches da hinten. Easy going. Besser als, der $900 Tornado. Und dann kann ich ganz gechillt nämlich auf die Banshee farmen, Kappa. Und mit dem Bike habe ich dann nämlich ein paar Marihuana-Touren geplant. Muss ich mir doch mal anschauen, wo ich den Bulli hinstelle. Cruise ich dann nämlich über den Berg. Ah, das wird schon nice. Das weiß ich nicht. Achso. Ist halt schon komisch, ne? Wenn das so oft passiert. Naja, oft. Dreimal an einem Tag oder dreimal an einer. Oh, das Kopfschmerzen. Der Curtis sagt, die haben das mit dem Tank anscheinend auch gefixt. Dann passt das hier nämlich.
Hab's gleich geschafft. Auf einmal. Yo, Karl ist verspätet, Willy. Alles klar, ich bin gleich bei dir. Lass uns mal warten, bis Curtis wieder da ist. Jo, auf jeden. Dass es dem gut geht. Ja. Kann auch sein, dass er einfach im Kreislauf zusammengebrochen ist. Ja, denk ich mal. Ich meine, ich wurde auch schon öfters vom Autos böse angeguckt. Mich hat's so noch nie umgehauen. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, da kommt was. Jo, was geht, Mann? Herr Wut, ich verklag den ganzen Schub in den Penner. Warum? Du hast einen Schleudersitz eingebaut im Motorrad. Hier? Geht's dir denn wieder gut, jetzt? Ja, mir geht's gut. Aber zack, weil den Licht aus. Gib dir gleich eine Tüte Erdnüsse und Wasser. Und dann ist ich hab Erdnüsse, Allergie. So, ja, warte mal. Hin. Sieht's aus wie Kartoffelchips? Haben sie... ich will Wassermelone. Ich will jetzt nicht unterbrechen, aber es ist irgendwie schwindelig, Kopfschmerzen, Übelkeit. Nee, ich bin schon gewohnt, immer auf dem Fresse zu fliegen. Weiß ich. Langsam kann ich das verkraften. Scheiß Schulter sitzen. Wenn ich wieder mit Schmack seine Schläfe. Gib ihn einfach wieder einen Kühlakku. Kenn ja die Prozedur. Ja, danke schön. Und Morphium bei euch. Obwohl, wir Morphium so langsam einen Anwalt besorgen. Lieber nicht. Hey, warte, Sekunde, du? Was? Nee, Morphium gibt's noch nicht. Nicht von mir. Geht schon. Hau dich ab. Der holt Morphium, oder? Ach so. Geil, ich krieg Morphium. Hau mir weg den Spitz ins Herz rein, 500 Milliliter Morphium. Nee. Klar, Mann, let's go. Morphium. Morphium gibt's bei mir nicht. Warum? Ich hab das gestern auch bekommen. Ja, aber ich darf's nicht verabreichen. Du musst Rettungssanitäter. Aber ich bin süchtig. Dann wär's vielleicht nicht so gut. Komm schon, hau mit dem 500 Milliliter Spitz ins Herz rein. Ich kann sie gerne mit ins Krankenhaus. Jetzt Schweineherz, da gehen auch 600 oder nein. Sehen Sie? Das passt schon. Alles klar. Gut, ich bin nicht versichert, im Krankenhaus habe ich nichts zu suchen. Wenn es ihnen dann halbwegs besser geht, dann würde ich jetzt wieder ankommen. Alles klar. Den anderen auch alles in Ordnung? Alles gut, danke. Danke. Alles klar. Dann Dankeschön, müssen wir nicht ziehen. Nicht nochmal. Ich sag mal, aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Stunden, bis gleich. Bleiben Sie mal in der Nähe. Bis später. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herr Wulde, Pennlein, du schützt mir jetzt schon ins Geld. Nimm mal das Tuch weg, ich verstehe dich überhaupt nicht. Du verstehst nicht. Schmerzensgeld, was steigst du einfach so in den Zoo rein? Weil die alle hier so Stinker seid, im Norden, ihr Rednecks, ihr Hillibillis. Bitte? So, jetzt reißen wir uns mal zusammen hier, ne? Sonst werde ich hier mal... Herr Wulde, ja, also Bauamt wieder abgezogen. Der Bauantrag, der ist irgendwie nicht richtig ausgefüllt gewesen oder stand denn nur ein Zettel und lag da auf der Erde mit einem Stein drauf. Boah, wie viel zu hoch sei aus wie den Hilton Hotel fast. Ja. Aber ich hoffe ja, dass das die Tage wiederkommt, dass sie da den Bauantrag, ich habe den jetzt nochmal ausgefüllt. Ich hoffe jetzt korrekt und dass das dann irgendwann die nächsten Tage mal wieder kommt. Dir geht's jetzt auch wieder gut, oder was? Ja, siehst du, geht's nie gut. Kein Schaden, ne? Und dann brauchen wir ja auch keinen Kläger, keinen Richter und sowas, ne? Wo? 500.000 Dollar kriege ich. So viel habe ich ja gar nicht. Nee, einfach ein Auto darfst du dir aussuchen. Okay, dann ich nehme den Chino Custom. Nee, ich suche den aus. Ich gebe dir einen Surfer. Den habe ich noch hinten im Repertoire. Ist gut. Jo, der hat 44 Kilometer, oder? Da ist das Neue noch nicht von ab. Was soll das denn heißen? Das Neue noch nicht von ab, der ist so gut wie neu. Also technisch, ne? Rüger?
technisch. Ist ja eventuell was am Lack machen. Ja, 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 das so hat man mir bei meinem 900-Dollar-Auto damals so erzählt. Und als ich den eines Tages aus dem Garage geholt habe, war der Lack auf einmal ab. Oh, das ist ja Optik nett. Wie beim Short-Design Voodoo. So, wir wollen das jetzt mal mit dem Moped machen, ne? Mhm. Ja, dann kommen wir her, gucken wir uns aber mal an. So, ja. Probefahrt kann ich dir leider im Moment nicht anbieten. Warum nicht? Weil, okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, du kaufst die Kiste, drehst eine Runde, dann kommst du nochmal wieder und sagst, jupp, oder nee. Nee, passt so, passt so. Hast du überhaupt Platz dafür in der Garage? Ja. Aber das ist dein Auto, oder? Hab ich doch eben verschlotten lassen. Bin dann hierher gejoggt, Usain Bolt-mäßig. Pass auf, so, wer schreibt, der bleibt. Ich muss mal eben hier meine Liste holen. Da haben wir die Manches. Was ist das denn für ein Auspuff, Mann? Das ist ein cooler, du. Was, von dem Cross-Motorrad oder was? Mhm. Ja, wie von einem Mofa, Alter. Dann seht mal zu, dass ihr eure Butze aufkriegt, ne? Dann kann ich hier gleich den Cooper gleich zu dir schicken und sagen, bau ihm mal einen neuen Auspuff an. Ja, ich warte auch schon auf das, den sich melden. Ja, hast du einen Zwischenstand oder sowas? Nee. Ich fahr mal kurz zum Shop. Winkeln ist er. Cooper? Ja, bitte? Sag's mir mal eben deine Telefonnummer. 069. Warte. Ja. 33. Ja. 99. Ja. 27. 33. 90, 27. Trage ich mir nur ein, ich muss Buch führen fürs Gewerbeamt hier. Falls mir irgendwie eine Buchprüfung kommt oder so von der Steuer, dass ich nachweisen kann, wen ich was verkauft habe und dass man da mal nachfragen kann und so. Ajo. So, pass auf, gut. Irgendwas noch an Fragen, irgendwas unklar wegen dem Moped oder so, oder ist alles soweit? Nee, alles soweit beantwortet. Gut, alles klar. Wie gesagt, du fährst ja gleich mit rum und wenn du jetzt nur eine Viertelstunde sagst, nee, das liegt mir überhaupt nicht, das ist nicht mein Ding, oder halbe Stunde, sag ich mal, dann kommst du wieder und dann kriegst du deine Knete wieder, dann kaufe ich dir das Ding wieder ab, ne? Alles klar. Gut, dann gib mir mal eben eine Kreditkarte, bitte. Mhm. Wunderbar. Danke. Gültigen Führerschein hast du ja, ne? Ja. Gut, alles klar, weil das wird jetzt alles geprüft. Ich habe so ein Lesegerät, was sich online da mit dem Einwohnermeldeamt und sowas und mit dem Strafregister verbindet, ob man einen Führerschein hat, ob das Konto gedeckt ist und eben halt das auch mit der Garage. Pass auf, dann fülle ich das mal eben aus. Ich check gleich nur mal ab, wie der Verbrauch ist, weil bei der Sanchez vom Craig muss man ziemlich oft tanken, ey. Ja, das habe ich schon gehört. Deswegen habe ich jetzt auch die Tankinhalte von der Homepage genommen, weil es hat ein anderer eine Zombie gekauft. Mm. Und der muss alle 10 Kilometer tanken. Ah, ja, das ist ein bisschen scheiße, ne? Ich habe den Verdacht, dass die hier beim Import die Tanks von innen ein bisschen verjüngen, weißt du, dass da nicht so viel reinpasst. Ja, ja. Und das habe ich jetzt aber auch schon zur Gewerbeaufsicht gemeldet, dass sie nochmal prüfen, dass vielleicht die Importbestimmungen anders gemacht werden, dass da ein bisschen mehr Sprit reinpasst, ne? Oh, ich habe Kopfschmerzen. Bis gleich. Jo. Ah, es wird sogar schon gefixt. Motorräder verbrauchen weniger Sprit, kleinere Bugfixes im Business-System. Gekaufte Autos erscheinen direkt in der. Die Kaffeemaschine des Chiefs wurde vorübergehend entfernt, da sie nicht sauber gemacht wurde. Alle Mappings sind. Timeout. Hola. Hallo? Hallo? Hier kann man keine
Wo kauft man hier Motorräder? Ja, hier, wenn der Wooly wieder da ist. Ach so, und wo ist der jetzt? Der hat Kopfschmerzen. Ach so, okay, alles klar. Was willst du, Jamal? Du stehst da hinten doch, du Idiot. Komm einfach rüber. Wo seid ihr denn? Hier bei der Suchuk. Heißt Ach, du bist da. Suchuk. Ja, okay. Und wo ist Curtis? Der geht kurz beim Shop. Was, und die Motorräder gibt's zu kaufen? Jaha. Nur die zwei? Jaha. Was würdet ihr empfehlen? Hey, bist du doof? Warum kaufst du hier ein... Du musst in die Stadt fahren zu den Volkers. Zu dem was? Volkers. Ich will doch nur ein Motorrad. Ja, aber du willst doch nicht so ein Motorrad haben. Du bist keine sportliche Frau. Entschuldigung? Woher ja, bist guck mal, du? Fährst was? Du Motocross? Nein. Bist du ein Harley-Fan? Nein. Du kaufst ein Sportmotorrad und das ist da hinten in der Stadt. Also ein bist du falsch hier. Wieso bin ich hier falsch? Du bist ja. Falsch. Hey, Grandma. Ja. Echt jetzt? Du bist ein Penner. Boah, jetzt geht er mir auch auf den Sack, genau wie die Alte da. Bitte? 50 Dollar. Schuldet mir 50 Dollar. Bist du die, die hat mich damals angefahren ich mit dem die, Pizzaroller. Frau Khan. Gucci ist sogar Drache. Das ist doch ein Sujuk auf Drache. Ja, genau. Nenn mich Sujuk. Ich hab genau gehört, mein Freund hat mir erzählt, was du letztes Mal mit mir gemacht hast. Ja. Was hab ich mit dir gemacht? Als ich im Skirpack auf dem Boden bewusst rumsah. Ja, nachher. Haben wir alle gesehen. Ja. Vergewaltiger wie du. Was? Ja. Was? Vergewaltigerin. Ich hab nur meine Arbeit gemacht. Du Falla, Falla. Du hattest ganz viele Prellungen. Ja, ganz viele Schwellungen, würde ich sagen. Ja, echt also mal. Bitte, ich habe Augenzeugen. Dann müsst ihr jetzt aber auch Kussi-Kussi machen. Kussi machen. Was? Nein? Nein? Natürlich. Doch. Nein? Doch. Ich gebe keinen Kussi-Kussi. Wir sind praktisch jetzt verheiratet. Ja. Hallo? Nix, warum, nee, hallo, bleib hallo. Hier, stehen bleiben. Du hast mit deiner besonderen Behandlung direkt alles du übersprungen. Du gehörst jetzt mir, wo ist dein Papa, ich muss dem 50 im Ring. Ja, und Lamas vergessen, ne, und die ganzen Lamas. Kamele. Ich weiß nicht, woher ihr die Lamas und Kamele habt, aber mein Vater ist zurzeit in Indien. Bitte? Was? Man kann doch seine Liebe erzwingen. Doch, das kann man. Ach, nee, ja nicht. Du Versus hast auch ja. ihn gezwungen zu lieben, ne? Oder er dich zu lieben? Ich schalte mit dir auf einen Elefanten zu dem Haus von deinem Vater. Ja, okay, Mann. Alles klar. Wenn du meine Hand anwalten willst, dann musst du ihn zur Ruhe bringen. Dass er mich nicht mehr belästigt. Halt die Fresse, Jammer. Halt du die Fresse. Mhm. Boah, davor habe ich aber keine Angst mehr, ne? Oh. Nein, okay, ich habe nur Spaß gemacht. Okay, davor habe ich auch keine Angst. Nein. Blöder Wichser. Nee, halt die Fresse jetzt. Schuldig mir 50 Dollar. Nee, halt du die Fresse. Komm, tu so, dann teilen wir uns die. Okay. Okay. Alles gut. Eine Minute. Du hältst den Klappe, ich hab gesagt, ich lieb dem Vor. Okay. Okay? Du kannst okay. hierher kommen, in Sachen ist geritzt. Bitte? Ich hab das geklärt. Aber, okay, Herr, ich, wie heißt du mit Vornamen nochmal? Meinst du mich? Ja, ich mein dich. Oh, so eine bist du also erst hier, ne? Was denn? Du bist du und dann fassst du in den Namen. Was? Ich Nein. Curtis Busch. Ey, Curtis, ich denke nicht, dass man Liebe erzwingen kann. Oder das Hochzeiten. Das kann man nicht. Mit deiner strengen Hand kann man alles machen. Ich wollte gerade sagen. Oh, okay. Dass du eine strenge Hand hast, das wissen wir. Sogar, aber Curtis, das waren zwei strenge Hände, ne? Die auch. Zwei Stück waren das? Zwei Stück waren das, ja. Hat er den spanischen Dusch auch bei mir gemacht? Oh ja. Kursi. Sam Hababula. Du gehörst jetzt mir, hast du verstanden? Doch. Den sein Pimp oder was? Hallo? Zwangsverheiratung. Nein! Doch, zu spät. Du hast angenommen. Nein, ich lasse dich nicht irgendwie. Heiraten? Wo bin ich hier hingelandet? Ja, die haben Kussi-Kussi gemacht und jetzt heiraten die. Ah, okay. So, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte. Weißt du, was da Gutes könntest? Kreditkarte. Deine Frau arbeitet als Sanitäterin, verdient ordentlich Geld. Was heißt Lein? Das muss sie dir geben. Sie ist eine Lügnerin. So, pass auf, ich halte ihm das Tablet ich da vor die Nase. Da steht drauf der Typ, Kilometer 0, Nummernschild und nee, der Betrag. Nein. Komm schon. Gleichen drei Kreuzzeichen Unterschrift. Entschuldigen Sie.
Ja, solange ich die Kreditkarte da durch. Hey, stört uns mal nicht hier bei unserem Verkaufsgespräch, ihr verdammten unhöflichen Pisser! Ich möchte auch ein Motorrad kaufen, also bin ich hier richtig. Wow, ja, aber lass mich mal eben das hier machen. Was? Toll gemacht, hast du das Herz gebrochen. Curtis! Wunderbar. Vielen Dank. Perfekt. Viel Spaß damit. Drauf. Mach den spannenden. Hier hast du den Schlüssel. Versuch mal ab und aufschließen und Motor starten, ob das alles funktioniert. Geh mal weg. Funktioniert, ja. Curtis. Bahn funktioniert auch. Als erstes bitte in die Garage fahren. Einmal in den parken und dann wieder ausparken, damit die Garage hier dein neues Fahrzeug registriert. Ja, alles klar. Den ist kaputt. Muss ich ihm direkt was abziehen eigentlich? Bei den Hemden sitzen. Aber doch kein Scheiß, 175? Was ist 200 hier? Oh yeah, bitches! Auf Kontoauszug. Eingang und 34.000. Perfekt, Wooly, Alter. Ja. Echt? Ja, klar. Nices Teil. Ja, ist gut oder was? Auf hier in die 210 direkt geknackt hier. Ja, siehst du. Wunderbar, freut mich. Also wird's behalten, ja? Jo. Alles klar, guck mal. Da schaffe ich statt innen bestimmt 220 noch mit, Alter. Oh no! Das Gute ist, hier auf dem Server muss man nie Angst haben, seinen Motor dort aufzuheben. Greg, ich habe mir ein Bike gekauft erstmal. Ja, aber was ist denn das? Die Manches? Manches, ja. Okay, für 5.000, 7.000, ne 5.000. Ne, 6.900 irgendwas. Achso, hat er ja teurer gemacht, die Sau.
Aber geht ab, und? Alter. 180 hier auf der Straße. Dein Ernst? Ja! Du fährst schneller als meiner, du Pisser. Easy going, kick die Maschine, Alter. Ja, ich muss halt nur mal aufpassen, wenn du auf einen Reifen fährst und da so ein mieses Schlagloch irgendwo kommt, man, dass du dich da nicht zersägst, aber ansonsten, guck mal hier, aufwärts hast du 170, Mann, das ist ultra Gucci für das Geld. Oh, 220 Bitches! Schneller als mit dem Schafter gestern. Ja, nice. Ich hab mich nicht verletzt. Oh, Maschine, Alter. Bin Cyborg, Mann. Oh, hab mir aber die Brille zerfetzt, oder? Das ohne Helm, Mann. Aber mit Helm fahren hat einfach so gar keinen Swag. Okay, der Speed ist schon irgendwie ein bisschen krass, würde ich schon fast sagen. Eine Crossmaschine auf jeden Fall. Legit, würde ich sagen. Mal eben hier 200, Mann. Was ist los? Rennfahren gegen Schaff danach auf alter Medic-Strecke oder was? Ich war hier auf der Strecke schneller als Curtis mit seinem Tornado, Mann. Oh. Oh. Wow. Nice.
Oh yeah, kick it, kick it, kick it. Oh shit, 200 auf einem Reifen. Oh, was ist los? 206, 210, 211, 220, gleich wieder hier. Okay, ich mag mein Motorrad. Das wird böse. Tot. Oh nein. Ich hasse mein Motorrad. Nein, ohne Spaß, ich liebe dieses Teil. Ja, das, ich weiß nicht, Mann. Ich habe schon im Real Life immer gesagt, mit dem Motorrad würde ich mich nur totfahren. Deswegen habe ich nie einen Motorradführerschein gemacht. Ich glaube, im GTA ist das auch so, Alter. Man kriegt einfach nicht genug und knallt da gegen die Leitplanke, Mann. Alter, läuft der Balken irgendwie schneller mit dem Medix? Schon bei 13%. Aber ich lieg da ziemlich fresh, muss ich sagen. Sauber meine Sneaker von unten sind. Dachte eigentlich, ich sterbe statt einwärts schon. Das kam jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unerwartet, ja. Aber ich hab's ja direkt gecallt, das ist der Tod. Mit einem Helm hätte ich natürlich überlebt. So ist es, weil das hat absolut kein Swag, deswegen.
Lass doch mein Bike da liegen, du. Oh nein, ich glaub, den werde ich ganz sessig. Oh oh. Das sieht nicht gut aus, den Medic. Ah. Ja, das Motorrad hat schon zwei Leute auf dem Gewissen, Mann, und ist noch nicht lange verkauft worden. Oh. Er lebt noch. Oder er fällt gerade wieder runter. Nee, da hinten kommt er angesprintet. Du kannst es schaffen. Da kommt er. Nicht aufs Motorrad steigen, mein Freund. Sie. Ach, wie ganz schön. Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo? Atmung noch vorhanden. Okay. Pillenreflex. Okay. Oh. Oh shit, man. Oh fuck. Oh. Ein Moment. Ich muss mich mal kurz hinlegen, Mann. Was passiert hier? Okay. Kommen Sie mit, setzen Sie sich mal hinten in den RTW rein. Okay. Was ist hier passiert, Mann? Was ist Ihnen passiert? Ja, gute Frage. Können Sie mir das aufmachen? Ich mache Ihnen einmal die Tür auf, so, und dann öffnen Sie mal rein. Ich glaube, ich bin da irgendwie voll gegengeknallt, Mann. Mir brummt der Schädel. Sind Sie den Berg quer runtergefahren? Kann das sein? Gut möglich, ja. Ja, Motorrad hat mich Ingrid dann auch noch mal ordentlich erwischt.
und mich den Berg runtergeschoben. Oh shit. Deswegen musste ich gerade einmal den ganzen Weg. Verdammt, Motorrad, da mal. Neu laufen, den ich zuvor gefahren bin. Deswegen hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert. So, jetzt sitzen wir hier beide und haben Schmerzen. Ja, das, so sollte es eigentlich nicht sein, ne? Wie geht's Ihnen? Mir tut unheimlich die Rübe weh. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Helm getragen habe. Dann setzen Sie mal Ihr Cap ab. Und? Genau, so, wunderbar. Stelle setze ich auch mal ab. Ja, schauen wir mal. Okay, ich fasse ihn mal durch die Haare, um zu gucken, ob sie dort vielleicht eine Platzwunde haben. Wie trägt sich eigentlich so ein Helm mit Cap? Gar nicht so gut, ne? Nee. Ich gehe mal davon aus, sie hatten keinen Helm auf, ja? Richtig, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich muss auch sagen, der Woody hat mir keinen Helm dabei verkauft, Mann, der Verrückte. Okay, ich fasse ihn mal kurz durchs Haar, um zu gucken, ob sie da vielleicht eine Wunde haben. Schauen wir mal. So. Oh. Oh, blutet shit. Blutet ja gar nicht. Einer mal Glück gehabt, hä? Ja, ist aber... Okay, ist nur so leicht. Ja, oh. Interessant. So einen kleinen Cut haben sie da. Oh, shit, naja. Mann. Aber das ist... Da muss ich ja fast nichts machen. Ist ja witzlos. Okay, dann drehen sie sich nochmal ein Stückchen weiter. Okay, danke, ja, reicht. Und dann nicht erschrecken. Desinfizieren mal ein bisschen. Oh, shit, Mann. Es ist immer so kalt, Mann. Und kommt so unerwartet. Oh, fuck. So. Und dann... ich mach mal vorsichtshalber da nochmal ein Klammerpflaster drüber. Ich guck mal, ob ich das da in die Haare überhaupt reinkriege. Ja, nichts abschneiden, Mann. Nichts abschneiden. Ja, normalerweise nehme ich einen Einwegrasierer, hey, wenn es eine größere Wunde ist. Doch. Das vergesst, Mann. Das, lass dich scheiß lieber offen, Alter. Das mach ich sonst immer. Okay, gut, ich, warten Sie mal kurz, ich greife mal hier unter mich in die Sitzbank. So, wir probieren das mal ein bisschen zu kleben. Trick 17, so. Machen wir so. Das könnte ein bisschen unangenehm sein. Ich muss mal eben Schluck trinken, ich glaube, ich habe Sand im Mund. Dann warten wir nochmal kurz. Machen Sie. Oh. Viel besser schon. Mhm. Sonst. Okay, dann könnte ein bisschen unangenehm sein. Eieiei. Ja, gut. Zähne zusammenbeißen, sind doch ein großer Kerl, oder nicht? Ja, kriegen wir hin, Mann. Ich vertraue dir da. So, jetzt warten wir nochmal kurz. Ich fühle mich heute auch irgendwie schon gut betäubt. Warum? Ah, ich weiß nicht, Mann. Sie sind doch nicht unter Drogeneinfluss Vorrat gefahren. Nie im Leben. Würde ich niemals machen. Cooper? Herr Cooper? Nee, Herr Phillips. Genau, richtig. Herr Cooper Phillips? Cooper Phillips, ja. Vorname Cooper. Richtig. Philipp. Okay, gut. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal das Vergnügen. Ah, auf jeden. Nee. Auf jeden. Ich dachte, der kommt jetzt. Nee. Aber mit dem Auf jeden habe ich jetzt nicht gerechnet. So, das ist jetzt schon mal weitestgehend versorgt. Ja, dann sind sie auch medikamententechnisch gut versorgt. Ja, ein bisschen Codein hätte ich nichts gegen einzuwenden. Nee. Also so zum Runterspülen. Mhm. Wenn du nur die Tabletten da hast, die nehme ich auch, Mann. Okay. Wir machen einen Deal, die kriegen eine halbe. Oh shit, Mann. Auf jeden, Mann. Dann reich mal rüber, das göttliche Zeug. Oh fuck. So, dann kriegen sie hier mal das kleine Stückchen hier rüber. Na, bitteschön. Ja. So. Und sie sollten vielleicht lieber ihr Fahrzeug schieben. Das kriegen sie als Empfehlung von mir. Was sie dann tun, das ist nicht mein Problem.
Ich versuch das mal aufzuheben. Wäre ganz nice, wenn du noch so lange hier kurz warten könntest. Wehe, sie verhält den Berg so runter wie ich. Probieren wir mal, würde ich sagen. Dann setzen wir. Also. Ich hab's relativ glimpflich geschafft, mich da abzurollen. Okay, Mann. Ja, ich probier's dann mal. Aber das sieht doch gut aus. Perfekt. Ich hab den Löwenanteil schon gemacht. Und vergessen Sie nicht, Licht anmachen. Ja, stimmt. Alles klar, Mr. Medizinmann. Ich fühle mich eigentlich wieder so, als könnte ich hier über Berge fliegen, Mann. Ich hoffe nicht. Ich call's mal nicht, aber vielleicht bis später, Mann. Sie schieben bestimmt jetzt ja, weiter, ne? Schönen Tag noch. Ja. Ganz vorsichtig fahre ich hier weg. Jetzt mal Real Talk. Das Ding hat gar kein Licht, oder? Hier passiert nichts mit dem Licht. Geht nicht, ist kaputt. Oder ich hab das eben. Aber nee, hinten müsste ja Licht gehen. Auch wenn ich bremse. Tja, suck life. Schon wieder. Oh. Was geht ab, Gopi? Ah, hatte glatt einen kleinen Motorradunfall, aber. Shit, man, der hat mich echt gut versorgt. Ich schwör's dir, Mann. Mein Pferde besorgt uns Morphium aus dem Tutorwagen, ne? Oh, das hört sich gut an. Nein zu sagen. Können wir den Shit verkaufen, Mann? Ey! Aber wir machen 50-50 mit dir. Ich schwör's dir, ne? Ich will ein paar Rennen gegen Schafter oder so fahren. Mit dem Teil mache ich die fertig. Easy going. Wie schnell fährst du? Statt einwärts 220, Alter. Ehrlich? Ja, aber auf einen Reifen, ne? Kein Flachse, Mann? Keine Flachse, Mann. Kann ich dich gerne nachher mal testen lassen, aber selbst hier auf dem Highway fährt die an die 180, Alter. Wo sind denn Crackles in der Penner? Wo ist Jamar und so vor allem? Keine Ahnung, Mann. Shit, Mann, ich muss mal hier Blätter reinmachen. Muss sie da ein bisschen zerbröseln, Mann, dann wirkt das schneller. Mir tatsächlich eine schöne halbe, zwar nur eine halbe, aber eine schöne Codeinpille mitgegeben, Mann. Ich mag der Medizin, Mann. Yo, Craig! Ja, mal, wollen wir Rennen fahren um $10,000? Lass mich mal mit deinem Ding fahren. Statt einwärts auf dem Highway? Statt einwärts auf dem Highway für $20,000, ja? Ja, okay, machen wir. Machen aber wir 50.000? Machen wir 50.000. Willst du schon wieder? Das du weißt nicht, dämlich, Mann. Nein, du weißt schon, gut. Ne? Ich war 230 mit dem Ding, ne? Ja, fahr ich auch.
Ja, nee, ist klar. Träum weiter. Mhm. Ja, mach. Viel Spaß. Komm, Craig, ich geb dir den Schlüssel. Kannst du mal fahren. Die Harley. Craig, komm. Ja, du willst Motorrad kaufen. Hi. Ja, echt? Bist du sicher? Hast du bekommen? Ja. Bist du denn so ein Motorrad schon mal gefahren? Boah, Motherfucker. Ich hab gar nichts. Ah, Craig, du Pisser. Das nennt man Karma, ne? Ich hab mich nur auf dein scheiß Motorrad gesetzt, Mann. Ja, das hat der Medizinmann eben auch und dann ist ihm auch das passiert. Ich hatte nämlich schon einen Unfall auf dem Berg. Ja, verstehe. Ja, ich bin gleich zurück, Mann. Du musst auf ein Rad fahren, um so schnell zu werden, ne? Ja, ich weiß, musst du mir nicht sagen, Mann. Deine blöde Masse kriegt man näher ganz hoch. Hab ich ihn auch schon gesagt, der Pisser ist. Den hat die gebastelt, frag die. Arsch. Yo, Gucci, ihr ist seit einer halben Stunde deine scheiß Frau, ne? Und wie soll sie dir das basteln? Gucci, hast du den Verbandskasten dabei? Ich kenn die länger als du die kennst. Nix, Niggi. Nun, dann hol du. Warum heulst du schon wieder? Ich heule nicht. Du doch nicht, Mann. Ich rede mit deinem Mann. Gib mir mal einen an den Verbandskasten, ihr Pisse. Doch, was gehst du mir auf den Piss mit deinem scheiße Maske-Typ-Ding-Scheiße da? Maske-Scheiße. Du bist so dumm, dir ein T-Shirt zu nehmen, dir wo ist deine Maske? Was, hi, Mann? Ah, du bist das. Du bist also, Fräulein. So, dann gucken sich die beiden nochmal an und dann... Kein Kommentar dazu. Ich hab noch eine Frage zu Ihr seid scheiße. Also, ihr nicht, aber die da hinten. Oh, der Shop ist da ganz hinten. Oh. Fahr ich mit dem BMX hin, Mann. Super, haben deine Eltern früher auch gesagt, Helm tragen beim Fahrradfahren, wo du dir dachtest, das hat... Ja, normal, Alter. Ich hatte... Wobei, Mann, ich musste früher in der Grundschule so ein Fahrrad... War das ein Fahrradschein machen? Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich einen Helm auf hatte beim Fahrradfahren. Ja, Dimi, ich drück dir die Daumen, Mann. Oh, so einen Automaten hätte ich ja gern bei uns an der Tanke. Nicht von Spola, sondern von Sprung. Auch mal, den Schein hatte ich. Also jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr. Aber in meinem Herzen habe ich ihn. Fick dich! Komm, ich fahre ein Rennen mit dir um $50,000. Hi. Fährst du zu Wooly? Ja. Nimmst du mich mit? Ich kann dich kurz mitnehmen, ja. Ist das der Sport oder der normale? Das ist der Sport, ja. Ja. Hübsch, hübsch. So. Dankeschön. Bitteschön. Hat dich dein Lover hier hingefallen? Hast du kurz die Kurse gemacht? Nee, aber ihr verdammten Motherfucker, ich frage euch 10-mal, ob jemand einen Verbandskasten hat und ihr labert nur mit deiner komischen Perle da, Alter. Ja, man möchte sich ja auch nicht da ein, ne? Oh, ne,
nichts schön machen. Man redet auch nicht dazwischen, du unfreundlicher Mensch. Du halt deine Schnauze, sonst hau ich dir die Brille von der Rübe, Alter. Hey, nicht steifen so. Oh. Warum rennst du eigentlich weg? Du bist genauso wie der andere. Hey, beruhig dich. Hallo, kannst du mal aufhören zu rennen? Ich hab 10 Dollar gewonnen. So, das ist der nächste Typ. Ja, genau, wie gestern. Ich muss stabilen Seitenlage machen. Ja, komm. Das erstickt uns nur der Penner. Große Klappe, aber nichts dahinter. Hey, wo ist meine Perle? Der hat auch schon zweimal geschlagen, bevor ich überhaupt einmal geschlagen habe, der Pisser. Wo ist deine Perle? Siehst du, das sind Faulen. Du lässt den Namen kurz aus den Augen und zack, sie die nächsten ins Urdöner. Show kaufen. Warte, ich soll die kurz. Jakoba, ja, ja. Ich hau dir auf die Fresse und deine Brille hau ich dir auch runter. Die Brille ist ja auch. Was ist los? Was passiert? Keine Ahnung, das Bananenschale ausgerutscht. Der Penner tut nur so, der ist ein Lugner. Steh auf, Mann. Okay, ich glaube, der tut nur nicht so. Die Medic schon angerufen? Ich weiß den Nummer. Man kann sich einfach bewusst stellen nach zwei Schlägen. Leitstelle besetzt. Simuliert, ja? Ja, ja, der simuliert. Nee, hey, tritt nochmal drauf. Nein, der simuliert nicht. Der hat fast seinen Zahnersatz verschluckt. Ja, das ist besetzt. Ja, ja. Die kommen schon, keine Sorge. Wo ist denn meine Perle hin, Mann? Aber denk dran, also, King, was lustig wäre, wenn sie... Ich hab's auch kein Vater von unter den Schein. Na und, lass sie doch abhauen. Hallo, du musst... 10 Minuten diskutiert, Mann. Worüber? Die meinte, die hat keinen Ring an dem Finger und das ist ja gar nicht so und bla bla. Nix bla bla bla. Ich werde einen Teufel tun, den Ring kaufen. Teuer, Mann. Kaugummi. Ein Hula-Hoop-Rifle. Kaugummi-Ring reicht auch völlig aus. Hab ich auch gesagt, sagst du, wo ist denn Kaugummi auf jeden? Ja, dann Mann. Diese, hey, was du das? Kennst du den nur, den Prom? Ja. Immer das Gleiche. Egal, wie du machst es falsch. Ja. Immer. Dann sind die glücklich, alles ist gut, dann kommen und schmiegen die sich ein. Tschüss, ich liebe dich, Kursi, Kursi. Und dann wird dich gut, wenn du den Messer nicht in den Spülung einlust. Dann schweigen die Wuben, werfen den Teller gegen den Wand und so, als wäre das dem Weltuntergang. Jedes Mal das Gleiche mit dem. Ist doch so. Ja, ja. Ist das. Aber wenn du dann mal das für den tust und so, dann bist du wieder der größte Gott. Hat schon mal wieder nicht den Decker zusammengeholt. Guck mal, wie das aussieht bei dir. Wenn das doch scheiße aussieht, warum holst du das nicht selber weg? Mich stört das nicht. Ist das so. Ja. Dir gefällt das Bett nicht, dann mach du das, du. Ich leg mich da heute Abend wieder bei, ich brauch das nicht weiter. Jedes Mal den gleichen Scheiß. Ja, Händler weg, deine Frau weg. Die Puppi könnte auch mal wieder duschen gehen, Mann. Ach. Die finden die schon wieder. Ach ja. Mal gucken, ob gleich derselbe Medizinmann kommt. Das wäre lustig. Kein Plan, bei dem Alex geht keiner ran. Ja. Diese Krachbass. Ein Fahrrad fahren ohne Schein, Mann. Waren heute Morgen schon 10-mal hier. Oh fuck. Ich hab Scholli weggeduckt. Was geht da, Baby Boo? Larry Southhorse, Mann. Jama hat Kupi kaputt geschlagen. Weil Jammer meinte, dass Cooper gefälschten Glua-Charakter hat und Cooper meinte es nicht so.
Kannst du hin? Aber komm bitte mit BMX, du blamierst uns mit deinem scheiß hässlichen Voodoo. Guck mal. Was denn? Was ist denn? Du zeigst dahin, das ist nix. Ja, genau, das ist es ja. Boah, das Bandana ist voll sexy, Mann. Ja, wo kriegt man das jetzt mal her, ehrlich jetzt? Kannst du nicht kaufen, musst du basteln. Okay, und wie bastel ich das? Kannst du mir das beibringen? T-Shirt. Die T-Shirt und dann schneiden. Sag mir auch mal eins. Ich kann dir das nicht erklären. Ich versuche das zu besorgen. Okay, danke schön. Wirst Jamal der Pisa mich gleich abholen? Sieh das mal aus. Was? Sieh das mal ab. Okay. Ich bin schon hübsch, oder? Ja, ja, du mich kann, hübsch? Kann man nichts dagegen sagen. Würdest ne? du mich kusseln? Ja, ich weiß nicht. Ein, zwei Bier vielleicht? Ja, Mann. Dem Frage ist es der Maske verboten, weil das ist ja keine Maske. So, das ist ja nur ein Ich glaube, ja, aber man erkennt dich halt nicht, ne? Ich glaube, das geht darum. Du siehst doch meine hübschen Augen. Ja, aber mir auch nicht. Aber lass ruhig an, mal gucken, was Polizei sagt. Mr. Polizei! Gucken, was Polizei dazu sagt, ne? Anlass. Warum kauft du alle immer solche komischen Sonnenbrillen? Warum komisch? Weil die voll doof aussieht. Und immer so ein Balaklava, oder wie das heißt. Den anderen Maske, den. Weißt du? Den russische Mafia-Maske. Ach, die. Der sieht viel brutaler aus, man. So ist auch gut. Ja, das sieht nicht so gefährlich aus. Warte, ich hab's. Jetzt aber. Nee, die Sonnenbrille ist sowas von hässlich, Mann. So, Quick hat guten Geschmack bei Sonnenbrille, aber Cappy, du siehst aus wie ein Zwölfjähriger. Man sieht die Mutze nicht mehr zur Seite, Mann. Wo sind wir hier? 1990? Aber mit der Maske sieht das wieder gut aus, Mann. Nee. Nee. Boah, nee, Mann. Da kommt Shorty mit seinem Schrottkarre. Alter. Shorty, geh weg, Mann. Deine Schrottkarre will hier niemand haben. Dreckskarre. Dass sich damit überhaupt vor die Tür traut. Jo, was geht ab, Mann? Was geht? Shorty, ernsthaft? Haha. Ja, haha, nochmal für dich. Boah, ist das ein Chino, Alter? Wo bleibt der Carlson? Er denkt sich, oh, mein Traumauto, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich habe mein Schrottauto gekauft. Wer wollte sich denn jetzt eigentlich ja, alles in Chino holen? Hier oben ist ein Kollege ausgerutscht. Ich hole mir demnächst auch nochmal ein Chino, sobald ich eine. Ne, ich wollte mir auch einen holen. Deswegen frage ich ja. Alles klar, danke. Hier wieder hin. Aber ein Schaffter vor 12 wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, Medics sind unterwegs jetzt. Ja. Wo ist denn der Larry? Hier. Du bist ein Larry, Alter? Was geht ab, Shorty? Nicht viel, Mann. Du bist ein Larry, Alter. Boah, irgendwie stinkt das Szene ganz, ganz kaputt im alten russischen Auto. kommst du von rechts, ne? Ich. Ah, da hinten, guck mal, da Scheiß drauf, ist Mann, Hauptsache tief, Motherfuckers. Ah, okay. Hauptsache kaputt, alt, gammelig und rostet.
Ja, guck dir mal die Karre an, Alter. So hoch wie ein SUV, Mann. Aber kein ja, Stück Rost dran, Mann. Ich glaube, du hast noch nie ein SUV gesehen. Ich habe das Auto noch gar nicht angeguckt, Alter. Ist das jetzt rostig, oder was? Von hier ja, sehe ich genau, das genau, dann vergleich das mal bitte, du Affe. Kauf dir du mal einen Chino-Custom, Charlie, Mann. Was ist los mit dir? Kauf dir mal eine Brille. Nein, ich will wichtiger. Den Buckeln hier, Mann. Ja, jetzt wollen sie alle Buckeln hier haben. Was wird so ein Buckel? Buccaneer. Das hat er von JFK. Nein, habe ich nicht. JFK wäre was anderes. JFK hat das gleiche. JFK hat doch von einem vorbestellt. Was zahlt er für den? Musst du gleich mal fragen. Aber das ist auch ein... Warte, wo kann ich... Ich will wissen, was der kostet, Mann. Ah, nee, nicht der Buccaneer. Ja, wo ist der Larry, Mann? Ja. Der ist gerade auf Probefahrt. Keine Ahnung. Probefahrt mit seiner Frau. Ja, mit dem Dominator irgendwas da eben. Liegt man hier jetzt forever, das ever? So, ja. Sollten wir Cooper nicht zudecken ein bisschen, Alter? Nein, hat er verdient. Braucht noch jemand Essen trinken? Nein, Mann. Nein, danke. Ja, was geht, Mr. Medizin? Mein Name ist der Curtis. Wir haben hier oben schon wieder so ein... Craig? Fall von Bewusstlosigkeit. Ja, richtig. Tamam. Okay, bis gleich. Tschüss. There's of the making. There's the medicine, man. Jamal, hast du die Nummer von meinem Perle? Nee. Scheiße, sonst hätte ich jetzt du an. Ey, Shorty. Wie Curtis, deine Perle? Curtis heißt jetzt KKK. KKK? Ja, ich hab Curtis Kush. Khan oder so. Khan. Curtis Kush Khan. 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 Ach, du bist Curtis, Khan. Curtis, yo. Ach, servus. Ey, ich hab gehört, dass du Bennys übernehmen sollst. Richtig, oder? Ja. Guck doch mal den Kappi von meinem Kollegen, Mann. Guck mal, sein Kappi. Die Liz hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob ihr kennt die, glaube ich, die ist mit euch irgendwie cool, hat die gemeint. Wer ist Liz? Wer ist denn Liz? Keine Ahnung, ich bin, die hat gemeint, die wird den Curtis gut kennen. Meld die Liz? Ja, sagt dir die was, oder? Ich hab ein bisschen Armdrücke mit der gemacht. Ja, die hat halt gemeint, yo, Craig, dass du das Benny übernimmst. Das ist eine Manchas, ja. Lass mal fahren, Digga. Die gehört Dings. Achso, kann ich dir, glaube ich, geben, den Schlüssel, ne? Costa Quanda? Na, die kostet, glaube ich, 6.000. Das ist Cooper seine. Okay. Den kann ich dir nicht geben. Okay. Den Schlüssel. Lass mal verkaufen gehen. Beim Schrottplatz. Der Pisser. Yo, Curtis. Komm, Scholli, verkauf mal dein Auto. Guck mal auf meiner Cappy, Mann. Welche Größe hab ich? Kann ich lesen. Richtig. Oben drauf. 7,25. Okay. Ich werde da eh nur noch $10 dafür kriegen, für den Lump, Alter. Hast du bezahlt? 3,8.
Boah, kriegst du $380. Da kommt der Wow. Du kriegst 10% wieder. Abfuck Premier. Hat der Larry! Hat er da hinten eine Tiefgarage? Ob Cooper viel Geld dabei hat? Warum? Weil der schon so lange liegt, Mann. Kannst du ja mal testen. Cooper, dein Bein ist voll, du it. Gar nicht. Oh, ich brauche Kohle, Mann, aber ich habe irgendwie keinen Bock zu arbeiten. Dann geh in den Stange tanzen beim Opi. Was kriegt man da so? Ich weiß nicht. Je nachdem, was die Kunden in dem Schlipper stecken. Der Oberkörper frei wird bestimmt gehen, Mann. Mein sexy Buddy. Juli, was geht? Yo, Larry, Mann. Jetzt sag nicht, du hast dir den Wagen nicht gekauft, der Pister. Ja. Eben der Dominator, oder der was? Ja. Nee, der überlegt sich das noch. Hast du schon einen Preis für den Buccaneer, Mann? Für was? Den Buccaneer Custom. Nee, hab ich noch nix. Ich hab vorhin noch eine Mail an den Buccaneer geschickt, der hat noch keinen lagernd. Dementsprechend kann ich da leider noch nichts zu sagen. Okay, was denkst du so ungefähr, Mann? 12.000, 13.000. Woli, du bist ganz schön aus der Puste, setz dich jetzt mal hin. Ja, ich war gerade eben oben auf dem Dach. Da regnet das rein. Nee, also so 35 musst du schon rechnen. Da bin's. Okay, Mann, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja. Aber super. Wie gesagt, ist nicht verfügbar, ne, im Moment. Also, ich hau das auch mal über Piper dann raus. Kann man da dir vorbestellen? Okay, irgendwie dann einmal ganz kurz ein bisschen solche Fahrzeuge Platz machen. Nicht, ich weiß ja gar nicht, kann ich die bekommen, ob ich die bekomme, ne? Okay. Wenn du einen kriegst, kannst du mich anrufen, Mann? Ich hau das dann über Piper raus, dass ich die hab, oder dass ich den hab, und dann ist gut. Aber ich kann mir deinen Namen mal eben aufschreiben. Lass mir deinen Ausweis. Ja, Mann, du kannst mich aber als Shorty einspeichern, Mann. Ja. Dean Truelove, ist das ein Künstlername oder was? Nein, Mann. Truelove. Shorty. Mir mal eben deine Telefonnummer? Fuck, wie war das nochmal, Alter? Ich hab schon ewig keine Nummer mehr rausgegeben. Oh, einfach hier dein Handy anmachen, als wenn jemand anrufen willst. Und jetzt steht oben deine Nummer da. Deine eigene Nummer. Wo es gehört ist? Oh, ich bin doof. Ich weiß nicht. Da. 10, 50, 27. So, und das war ein Buccaneer Custom, interessiert sich für, ne? Ja, Mann. Alles klar. Also so Pi mal Daumen 35 hast du jetzt auch schon auf die Tasche, oder was? Nee, noch nicht ganz, Mann. Oh, okay, komm schon, Mr. Medizin, Mann. Wie lange ich denn spontan bei dir melden kann, eine Woche? Ja. Gut, alles klar. Schreibe ich mir das mal eben auf. Wen haben wir nächste Woche? Ich schreibe mal ab 15, ne? Immer so ab 15.10. auf, wenn ich denn irgendwas hab oder so, dann rufe ich dir an. Alles klar, Mann. Wer liegt da jetzt wieder auf der Seite? Wer ist denn das? Ja, Cooper. Warum das denn? Weil er eine Handlampe ist, Mann. Oh.
Sag mal, der in der Mitte, das ist Craig Jones, ne? Oder habe ich das falsch im Blick? Nee, ist richtig, Mann. Ja, du hattest doch gesagt hier von wegen, wenn hier wegen Finanzierung und so, ne? Wenn ich Kunden habe, die da das wollen. Steht das noch oder was? Dass du da Geld weiterverreichst? Theoretisch ja, Mann. Ja, bis wie viel? Ja, nur 5 oder 10.000. Hey, yo, beziehungsweise kommt halt drauf an, was die Leute auch arbeiten, ne? Ja, okay. Ja, aber der hatte das mal angefragt, Ratenzahlung und so. Ich sag, ich selber mach das nicht. Ich sag, ich hab dann Kontakt, der könnte wo was leihen, aber ich würde dann nur die Nummer weitergeben. Ja, ja, der Medizinmann hat Kopfschmerzen. Wenn ich weiß, so 5 bis 10, dann ist das mal eine Hausnummer, die ich dann weitergeben kann, ne? Aber wenn die ankommen. Ja, kommt halt auch drauf an, was sie arbeiten, ne? Ich hab da keine Lust, irgendwie 4 Wochen zu warten, Mann. Nö, das musst du dann mit denen klären, ne? Da halte ich mich komplett raus. Das hat mit Larrys ja auch nichts zu tun, denn. Naja, klar. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn die sich hier eine Kiste für 80.000 aussuchen und wollen von dir 75.000 haben oder sowas, ne? Wo ist denn dein Büro hin, Mann? Da haben sie gestern wieder abgeholt. Der Bauantrag, der ist unvollständig gewesen, haben sie gesagt. Und da haben sie das Ding, das ist ja nur so ein mobiles Ding gewesen, da mussten sie nur wieder mit dem Kran kommen, Tieflader, und haben das erstmal wieder mitgenommen. Aber soll die Tage wieder kommen. Ich habe jetzt den Bauantrag nochmal ausgefüllt und ich hoffe diesmal richtig. Dann kommt das jetzt die nächsten Tage wohl wieder. Okay. Der Wooly war auch auf GTA Live, aber ich hab den, glaube ich, da nie gesehen, Alter. Ja, heute nicht, sagt er. Heute streikt er. Guck mal im Forum. Opa riecht zu doll. Opa stinkt, meinst du? Habt ihr doch gesagt, Mann, ich hab noch nicht dran gerochen. Lastkraftwagen, Fahrerpause. Der Sand King kostet nur 54.000. Der große, ja. Ja. Das ist ein Sand King. Ja, aber lohnt sich nicht, ne? Wobei mich ja der Desert Raid mehr interessiert. Wieso lohnt sich das nicht? Sand King, bist du irre? Warum was noch? Ja, nein, so an und für sich. Jetzt wer weiß, was man da mal reinstopfen kann, Mann. So, können Sie mich hören? Hallo? Nicht viel. Er hat auf jeden Fall einen Schlag gegen den Kopf gekriegt. Ja, Schlag ins Gesicht, ein paar Schläge ins Gesicht. Autsch. Aber dann gut getroffen. Waren schon mehrere Schläge, ja. Und dann ist alles der mal K.O. gegangen. Wie heißt der? Cooper. Cooper? Jo. Okay, Herr Cooper, können Sie mich hören? Ich glaube nicht, der ist K.O. Ah, ich merke schon. Probier's mal mit in die Seite kneifen, das hilft meistens. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Hey, Herr Cooper! Das ist doch nicht der Cooper, Mann, das ist der Tom Atenmark. Das ist der Müdel. Cooper, können Sie mich hören? Nein, der heißt Tom Atenmark, sorry. Hallo, können Sie mich hören? Hey, Jama! Ja? Setzen Sie sich ruhig erstmal. Tom Atenmark, was wollen Sie? Nur Frank. Du bist voll der Pisser, Mann. Ich war noch gar nicht bereit und du fängst schon an zu kratzen, Alter. Ist aber schuld, wenn du sagst, ich hau dir jetzt auf die Schnauze. Ja, hier prügelt man sich aber nicht. Könnte ich erstmal ganz kurz den Herrn kurz versorgen? Dann ja, ja. Alles klar. So, also Sie haben auf jeden Fall schon mal einen ziemlich bösen Abdruck mitten im Gesicht. Ja, ein paar Kratzer, weil der kratzt wie ein Mädchen. Hallo. Das soll ich so. Willst du noch was haben, Cooper? Sei still dahinter. Also ich werde Ihnen auf jeden Fall gleich erstmal ein Kühlpack geben, weil. Weichei. Oh, das ist doch ganz schön ganz groß. Ich hole mal ganz kurz eins. Einen Moment. Weißt du? Der ist wie Carlos oder so, ne? Oder wie der Giffy. Giffy macht auch mal große Klappe. Aber nee. Irgendwann wird das nochmal ein fairer Kampf, mein Freund, wenn du nicht schon viermal zuschlägst. Wie Giffy, Mann. Große Klappe, nix dahinter. So, hier erstmal das Kühlpack. Einfach erstmal schön auf die Wange halten. Sehr gut. So. Also, weil zumindest keine offenen Wunden. Keine Kratzer, aber na gut. Ich habe ein bisschen Reizhusten, Mann. Und ein bisschen Codein vertragen. Ah, ich könnte Ihnen höchstens eine Ibuprofen geben. Nee, was soll ich daran mit, Alter? Das hilft doch nicht gegen Reizhusten, Mann. Nee, aber es dürfte erstmal gegen den Kopfbrumm helfen. Da bin ich schon gut benebelt, Mann, das passt schon. Sicher? Ja. Wie Sie möchten, also. So, einmal ganz kurz die Brille abnehmen. Ich wollte nur mal ganz kurz die Pillen noch eben checken. Sehr gut. Oh shit, Mann. Pack die Blechstange ein, Alter. Entschuldigung.
Aufpassen, ne? Okay. Pupillen sind sehr klein. Trink dir mal die Fender, ne? Hör mal auf, da so Wein zu leuchten, Mann. Da musste gerade kurz sein, damit ich sehe, wie die Pupillen reagieren. Ja, gar nicht. Ganz normal, oder? Ja, ja, sieht gut aus, also keine Gehirnerschütterung. Auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine dicke Backe geben. Was? Aber was gegen den Husten, Alter, da brauche ich echt was, ohne Spaß. Ah, gegen Husten hätte ich jetzt auch gerade nichts dabei. Dann müssten sie dafür einmal ins Krankenhaus kommen. Ich brauche so ein Rezept mal irgendwie. Ah, da kann ich jetzt wohl nicht ausstellen ohne ärztlichen Attest. Und das übernehmen nur die Assistenzärzte oder aufwärts. Okay, dann muss ich mich da mal melden. Dollar? Gut, weil da kann ich leider nicht weiterhelfen. Du bist doch nett heute. Alles klar, Mr. Medizinmann, soweit sollte ich ganz gut versorgt sein. Alles klar. Ansonsten einfach später noch ein neues Coolpack drauf, das dürfte ein bisschen gegen die Schwellung helfen. Alles klar, so verstanden. Und nicht zu viel Prügel. Mal noch ein bisschen. Hey, hey. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Oh mein Gott. Jo. Genau. Der hat gepupst. Der schon. Ich jetzt mal der TV gerannt. Ich hab nichts gemacht. Doch, du hast gepupst. Du hast gepupst, du alte Sau. Ja, Mann. Ihr müsst den ganz schnell wegatmen, dann stinkt er nicht. Oh. Alter, Craig, guck mal, da ist einer mit so einem Sprungbike und dann hat er auch noch den Sprung-Racing-Anzug an. Wie edel ist das denn, Alter? Ja, hatte ich auch schon überlegt, Mann. Nee, Mann, bist du eklig. Ihr müsst den wegatmen. Nee. Der riecht nach Rosenblättern. Was bist du für eine, Alter? Nee, der riecht nach Taco-Chips und so ein Shit, Alter. Was machen wir jetzt? Wolltest du dich nochmal prügeln? Nee, guck mal, wie dick meine Wange ist, Alter. Ja, sei mal schuld. Hab so Hamsterbacken wie der Craig jetzt, Alter. Sei ja nicht immer so ein Giffy. Nee, du hast schon viermal geschlagen, bevor ich einmal zugeschlagen hab, du Pisser, Alter. Du hast gesagt, ich hau dir jetzt die Brille vom Kopf. Ich hab gesagt, sei nicht so frech, sonst schlage ich dir demnächst die Brille von der Rübe. Oh, Craig, guck mal, wie das aussieht. Das sieht so gut aus. Aber den mach ich super, fertig im Rennen. Lass mal mit deinem Bike fahren. Wo ist er hin, hä? Irgendwas hier, ich bin krank. Krank muss auch viel schneller gehen bei einem Bike. Ich sag unter 20 Dollar. Boah, was? 29 Dollar? Das ist Spritpreise, Mann. Wo ist der Shorty? Shorty will mal mit deiner. Yo, Medizinmann, ich glaube, du musst nochmal kommen zum Larrys, Mann, da liegt noch einer. Echt schon. Hat sie den Jamal erwischt? Ich die komplette Hose, Mann. Na, nicht erwischt, Mann. Shorty hat ihn ausgenommen. Sehr gut. Hat der Pisser verdient, Alter. Das ist nicht lustig. Ja, Jamal ist aber schuld gewesen, Mann. Er hat Shorty einmal in die Fresse gehauen, daraufhin hat Shorty ihm zwei, drei Dinger verpasst. Dann stand er hier rum und hat immer so gemacht und hat Shorty wieder eine reingehauen und ist weggerannt. Komm, Shorty, ich geb dir den Schlüssel.
Danke. Ich denke, wir reden nicht mehr mit Coppers. Ah ja, nee. Guck mal, deren Auto ist weg. Zauberauto. Hat der grüne Haare? So aus? Nee. Und was, wenn die Scheibe kaputt ist? Das wissen sie ja gar nicht. Wie bei Ihnen, Ihre Scheibe ist auch kaputt. Wenn Ihre Scheibe kaputt ist, dann sollten Sie dringend in die Werkstatt fahren, weil das ein bisschen gefährlich ist für Sie. Ja, solltet ihr da mal machen. Ja, aber darf man die Maske tragen und ist das verboten? Grundsätzlich ja, ist das geht verboten. Man? Also darf ich die nur tragen, wenn ich Motorrad fahre? Genau. Ja, aber Herr Officer, eine Vermummung gilt doch erst, wenn 50% des Gesichtes verdeckt sind. Das ist ja mit dem Tuch nicht die... Ja, aber er trägt ja auch eine Cappy. Aha, aber ein Cap verdeckt nichts vom Gesicht. Das ist ein Kopfschutz und kein Gesichtsschutz. Durch den Stirn. Also ist das verboten. Genau, wenn sie Motorrad fahren, können sie es durchaus machen, damit sie keine Fliegen schlucken oder ähnliches. Okay, dann sehe ich den ab. Bin eh ohne Maske viel hübscher. Das ja, das stimmt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Geht jo, ab, oder? Läuft, man. Ja, auf man jeden. Läuft. Für das Geld, Mann. Ich bin statt einwärts 220 auf einen Reifen gefahren. Okay. Kann man nicht meckern. Ich hab jetzt auf der Geraden 180 drauf gekriegt. Auf jeden, das ist korrekt. Hast du mit dem Butterbrot gegessen, ne? Was? Nein. Du, dein Bad ist so. Du mein was? Immer weit auseinander in der Hufte. Allein. Wie war das gerade mit dem? Ich bin heute ganz nett. Ja, ja. Das ist doch voll nett. Hey, gehen wir zur Tanke chillen oder irgendwie so? Wir stehen schon ganze Zeit hier beim Wuli. Ja, komm, wir gehen zur Tanke. Ja, warte mal, Jamal liegt da noch hinten. Weg von der Tanke, ah ja, stimmt. Wir können jetzt wieder zurückfahren. Solange der Medizinmann nicht da ist, crossbike ich ein bisschen rum. Ja. Ich komme mit. Yo, sorry, wir müssen noch warten kurz. Der Jamal liegt da hinten bewusstlos. Achso, okay, alles klar. Komm, Craig, da auf den Berg. Yo, Craig! Los! Die Maschinen verbrauchen nicht mehr so viel Sprit, ne? Nee, du hast einen größeren Tank, hat irgendjemand heute Abend in der Garage gemacht, heute Nacht. Mhm, richtig gut. Aber ich glaube, deine zieht schneller als meine, Mann. Ich muss mir, glaube ich, eine andere holen. Die ist also nice die hier. Du hast. Was meinst du, wie schnell sind wir da oben am Berg hier geradeaus? Ich weiß nicht, wir können ja mal gucken. Auf jeden, let's go. Gefährlich. Nein, Drake.
Juhudi, vielen Dank für den Sub, Brudi. Angekommen, Craig. Ich glaube, hier war ich noch nie, Alter. Das ist schon nice, ne? Sag ich doch, Mann, das ist total geil mit so einem Crossbike. Auf jeden. Nie wieder stehen bleiben, Alter, wenn die Cops irgendwas wollen. Dann gibt's nur den hier. Den guten Mittelfinger gibt's dann, Alter. Ja, Mann. Guck mal, wie fix wir einfach hier den kompletten Berg hochgerast sind. Von ja, Larrys, Alter. Guck mal, wir fahren jetzt zurück und die Medizinmänner waren bestimmt noch gar nicht da. Ja, warte kurz. Muss mir das mal markieren, wo ist das? Ja, musste ich auch erstmal. Da unten, alles. Aber. Nicht, dass wir K.O. gehen, Alter. Mit den Leitplanken war richtig gefährlich, Alter. Easy going, ey. Sollte festhalten, nicht schon hier. Die hat Joghurt in der Hose drin. Seht ihr die Station da oben? Da bin ich hochgecruised, Mann. In der kurzen Zeit. Ja. Übelst abgefahren, Mann. Sollte, wir sind hier nicht bei 50 Shades of Grey. Du siehst aus, als wärst du gefällt. Schlecht. Der Craig müsste auch gleich ankommen. Oder den hat's zersägt dabei. Sir? Ich glaube, die ist betrunken, ja. Mann. Warte, ich muss dem festhalten. Oh, so prima Ballerina! Soll ich einen Mediziner rufen? Nee, die machen Ballerina, ja, prima Show. Die ist voll besoffen. Die hat schon wieder Fuß gesucht. Habt ihr eine Entnüchterungszelle, Mann? Wo ist denn der Craig? Ich hab hier bei der Baustelle irgendwas. Weiß nicht, anscheinend irgendwo da hinter Larry seiner Bude. Oh oh. Oder der Kopfschmerzen bekommen. Ich such den Craig gerade.
Oh. Oh no. Oh. Oh. Na, hoffentlich hat der Kopfschmerzen. Shit, Craig, ich hab dich schon gesucht, Mann. Nee, alles cool, Mann. Ich hatte nur so einen kleinen Crash mit dem Baum und hab mir dann halt ein paar Erste-Hilfe-Kästen geholt. Mhm. Ey, wie schnell du da runter gewesen bist vom Berg, nein, ne? Heftig, ne? Oh mein Gott. Nicht machen, Soli. Du bist betrunken, oh mein Gott. Glaube, ich könnte sogar mit dem Bike da oben hochcruisen, Mann. Ohne Probleme. Was zum Teufel mag die? Willkommen zurück, und, Mr. Medizinmann. Oh, hey, wir stützen Sie gerade. Oh, hier kommt viel zu viel Polizei. Einmal kurz langsam runterlassen, damit ich Sie besser versorgen kann. Ja, okay, hab ich. Die schwebt wie ein Schneeflocke. Was ist denn genau passiert mit der Dame? Die ist total... Ich glaube, der Mann hat... Ich muss mich ja schon zusammenreißen, nicht über so einen Kopf auch drüber zu fahren. Machen wir gleich, wenn wir wegfahren. Ma'am, können Sie mich hören? Ja, scheiße. Hallo? Das Ding ist eh voll im Arsch, da. Also doch die... Also die Frau Kusch. Frau Kusch, können Sie mich hören? Hallo? Die Murat. Ehre. Die Murat Kusch. Wenn Reaktion vorhanden. Puls... Gott, die lutscht mal an meinen Finger. Guck mal. Frau Kusch, können Sie mich hören? Hallo? Frau Kusch? War gleich kurz die Dinger. Die ist fly wie Adler, Alter. Können Sie mich hören? Hallo. Ah, guten Tag. Was ist denn genau passiert? Setzen Sie sich ruhig erstmal hin. Ich weiß nicht, ich bin einfach umgefallen. Einfach. Boah, ist die betrunken, Alter. Boah, hat die eine Fahne. Boah, stinkt nach Whisky, Mann. Der schon mit den Kokoback dann. Halt die Fresse rein. Getrunken. Oh. Hey, ich hab dich festgehalten. Wo ist der Jammer? Okay, lass mich einmal kurz. Wo ist denn der Jammer? Gut. Nimm dein Kaugummi raus. Halt die Fresse da hinten. Auch so viel zu trinken, so Mann. Wir machen uns da nur Sorgen, Mann. Okay, ich gebe Ihnen auf jeden Fall ein paar Vitamintabletten mit, einfach um den Kreislauf noch ein bisschen Schwung zu bringen. Mhm. Nee, ich kann nur selbst sagen, so sie mit getan sind. So, bitte schön. Einfach ein bisschen Wasser unterspülen, ein paar Minuten wirken lassen und sollte der Kreislauf auf jeden Fall auch wieder hochkommen. Im Kreis laufen. Ja, das kennen die. Zieh. Okay, also sonst bei Schmerzen haben Sie keinen, haben Sie gesagt? Nee, ich bin halt einfach... umgefallen, keine Ahnung. Oh, okay. An die Guhuhn gekriegt. Gut, also sollte ich auf einmal nachher nochmal schwindelig werden oder dergleichen, einfach direkt nochmal anrufen. Mhm. Oder am besten direkt im Krankenhaus vorbeischauen, dann würden wir auf jeden Fall mal ein MRT machen. Mhm. Und sonst würde ich sie sonst soweit auch erstmal wieder entlassen. Und ein Schwangerschaftstest. Dankeschön. Kein Problem. Okay, einen schönen Abend auf jeden Fall noch alle zusammen. Mhm. Die haben die auch mit dem Alter, ohne Witz. Warum findest du denn so viel? Die Fresse! Ich soll die Fässer an, ich hab dich festgehalten, Mann. Du wärst auf den Boden geflogen. Geflogen? Ja, vielleicht hab ich zu viel Red Bull getrunken. Fly me out, Mann. Sorry, Mann. Haha. So, dankst du mir, dass ich festhalte, du Pennerin. Gehen wir jetzt kurz zur Tankstelle? Pennerin, Alter. Ich muss mir den Bullshit nicht immer anhören, die in der Abgelass. Das geht einen richtig auf den Sack lang, Mann. Was denn? Ja, Alkoholiker hier, Alkoholiker da, nimmt irgendwelche Drogen.
Kann mir doch nichts für, dass du einen Schnapsdurse bist. Mann, komm so, das ist nur Spaß. Ja, es nervt, Mann. Ich sag auch nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, sorry. Du sagst nee. Immer, dass du doof bist und so. Ja, du. Bist du ja auch. Das ist eine Tatsache. Ja, und du bist ein Alkoholiker, das ist auch ein Tatsache. Ja, weil ich auch so viel Alkohol trinke. Ich wollte, du hast ein bisschen Alkoholie vorher in deinem Fuß versteckt. Den kleinen Pinnekins. Deshalb klimpert das auch immer so, wenn du los. Ja. Komm schon, okay. So, der ist doch nur Spaß. Die hat kein Big Butt bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So unglaublich. Das sind zwei Flach. Das sind zwei Flachmänner, die in die Tasche gesteckt hat. Ja, ich bin die Einzige, die hier immer fertig gemacht wird von euch. Nee, wenn Carlos da ist, machen wir Carlos immer fertig. Was sich leckt, das liebt sich, weißt du. Ja, ich leck aber nicht mit dir rum, sorry. Nein, ich meine das Sagner. Was? Ja, komm, lass zur Tanke, Mann. Ja, ich meine das Sagner. Tschüss, okay. Bis gleich. Ich bin beleidigt jetzt. Da können wir jetzt aber nicht rüberfahren, Mann. Die wissen, dass wir das sind. Stimmt. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Oh, du Pisser! Was machst du denn? Ich wollte meinen Helm absetzen. Wer fährt denn schon mit dem Helm? Ja, ich fahre mit dem Helm, Mann. Nee, bist du irre? Ja, safety first, Mann. Helm beim Motorradfahren, Socke beim Sex. Scheiß auf Helm. Was ist jetzt eigentlich mit Jamar? Ah, oh, no. Jo, Driton, grüß dich, was geht? Ah, mein Bike gekauft. Bisschen rumgecruised. Get up. Für das Geld auf jeden Fall in Ordnung. Still I'm shining.
Das ist ja voll früh, ne? Nicht mal. Creating world. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Hallo? Keine Ahnung, Mann. Wurde Jamar eigentlich aufgehoben eben, Shorty, noch? Nein, Mann, der war plötzlich komplett weg irgendwie. Okay. Ich hab zwar Medic angerufen, aber keine Ahnung. Mal ein Pflasterchen geben hier auf mein Knie. Ey, die Nappers-Kinder sind nie da, ne? Ich sehe da nie einen. Gestern habe ich da oder vorgestern einen ganzen Haufen gesehen, Mann. Ja, nebenan? Ja. Was? Die ist nie was los hier in der Gegend. I remember Penner Park oder so, man. Kurz nachdenken. Kurz Bibi machen. Thank you.
Mich hören, ihr Pisser? Hallo?